Hallihallo, hier ist Rosemarie Engel. Und heute geht es um das Thema Hilfe annehmen. Ich will ein Beispiel nennen. Und zwar geht es darum, ich habe ja gerade den Garten und hatte da ja mehr Hilfe, wie ich überhaupt mir zu träumen erwagt habe. Also auch so mit den Geschenken, die ich gemacht kriegt habe, mit den Pflanzen. Deswegen habe ich die jetzt auch schon zweimal in Videos erwähnt. Also ich bin weitergekommen dadurch, dass ich nicht alleine da stand, sondern dass ich tatkräftige Unterstützung durch einen Mann hatte. Es wurde uns natürlich dann auch gleich was angedichtet und er hat sich da auch was dazu gedichtet, aber naja, steht auf dem anderen Blatt. Und das ist ja das, was ich auch, wo ich von weggehen muss. Von diesem Schubladendenken, von dem alten Denken, so von wegen, du darfst dir nur helfen lassen von jemandem, der nicht irgendwie sich Hoffnung machen könnte. Ja, und heute habe ich bei der Frau von jemandem angerufen, den ich eigentlich sehr gut kenne, der eigentlich so mehr oder weniger ja jemand ist wie ein Onkel für mich. Der aber halt auch schon mal so erwähnt hat, er könnte ja mal kommen und mich mal besuchen. Ja. Ich denke mal, ihr wisst, was er meinte. Und deswegen habe ich hatte den gestern sogar gesehen und deswegen habe ich dann gestern, habe ich auch gesagt, also das ist ausgeschlossen, dass ich mir von ihm helfen lasse. Aber manchmal ist es auch so, dass man das bei dem anderen lassen muss, so wie ich es bei dem Mann, der mir geholfen hat, bis jetzt machen konnte. Ja, also er hat mir ja gestern gesagt, er hat von mir geträumt und ihn hat's erwischt. Heute Morgen wollte ich ihn zum Kaffee einladen, dann hat er gemeint, er hat schon einen Kaffee getrunken. Das war's. Mehr habe ich heute nicht von ihm gehört. Und also ich habe jetzt da angerufen und werde mir helfen lassen in meinem Garten. Weil ich denke mal, Ende der Woche wird es regnen. Und da bis dahin möchte ich gerne meine Pflanzen sitzen haben, damit die so richtig eingeregnet werden, damit die schön angehen können. Weil es ist so, dass ich ja da keinen Brunnen habe. Ich kann das Wasser zwar schöpfen, aber der Weg bis zum Wasser sind geschätzte 1,5 Meter nach unten. Also ich habe jetzt schon mal gedacht, ein Eimer mit Seil. Aber es ist halt doch mal was anderes, wie wenn es so richtig schön von oben regnet. Was man ja auch, wie man sieht, was wir unbedingt brauchen. Und deswegen habe ich mir heute einen Rückruf gegeben und habe mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen. Und bin auch da wirklich tatkräftig geworden. Und ich rufe auch morgen Abend nochmal an, damit das in der Woche jetzt über die Bühne geht, bevor es regnet. Und auch wenn man nicht beim ersten Mal geholfen kriegt, heißt das nicht, dass der andere einem nicht helfen möchte. Ja, ich meine, jeder hat sein eigenes Leben. Jeder hat sein Tango selbst zu tanzen. Und da kann sowas mal untergehen. Und deswegen werde ich da morgen nochmal anrufen und werde gucken, dass der mir hilft. Und deswegen, also wenn du geholfen bekommen haben willst, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr dafür tun, wie ein Anruf. Ja, wie gesagt, das heißt nicht, dass der andere dir nicht helfen will, nur weil er jetzt gerade nicht gleich auf der Matte steht, nachdem du dich gemeldet hast. Ich wünsche dir, dass du Hilfe annehmen kannst, dass du ganz viel Hilfe bekommst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!